Herzlich willkommen im Museum Wiesbaden zu unserer neuen Sonderausstellung Zeitfenster. Stefan Balkenhol trifft alte Meister. Für den bekanntesten deutschen Bildhauer ist es tatsächlich eine Premiere. Wir haben es mit einer Ausstellung in der Ausstellung zu tun. Viele kennen ihn und viele kennen seinen Klassiker. Also schwarze Hose, weißes Hemd, sein ikonischer Mann, der wir alle sind. Und das betrifft wirklich Mann wie Frau, in dem wir uns in vielfältiger Form widerspiegeln können. Hier betrachtet ja Kunst Kunst. Und dazu kommen jetzt wir, die Besucherinnen und Besucher, und schauen auf Stefan Balkenhols Werke, wie sie dabei sind, Kunst zu betrachten. Wir als Besucher plötzlich selbst Teil der Ausstellung werden und gemeinsam mit dieser Balkenhol-Familie jetzt die alten Meister wahrnehmen. Mit diesem vermeintlichen König, der keiner ist, sondern der nur wir sind, beginnt also diese Kunst doch eine so starke Nähe zu uns aufzubauen, dass man wirklich das Gefühl hat, es menschelt. In unserem Landschaftsraum hat Stefan Balkenhol uns eine sehr frühe Arbeit von ihm präsentiert, in dem also einer seiner ikonischen Männer unter einem riesigen Fliegenpilz liegt, sich es gemütlich macht und dabei die Landschaftsbilder betrachtet. Und also diese zweidimensionale Fläche, die ja in diesen Gemälden drin ist, werden durch seine dritte Dimension aufgebrochen und vereinen sich zu einem illusionistischen Gesamtbild. Wir werden auch Bronzen sehen. Genau das Gegenteil dessen, was ein Holzbildhauer macht, indem er ja aus dem Baum herausschlägt, währenddessen er bei der Bronze ja etwas hinzunimmt, wenn man so will. Nutzen Sie die Gelegenheit, hier im Museum Wiesbaden tatsächlich Teil dieser Balkenhol-Ausstellung zu werden. Und zum anderen passiert etwas ganz Wunderbares. Sie entdecken nämlich jetzt auch die alten Meister neu.